Wunderbar. Also hier ging es um diese Aufgabe. Ich lese mal einen Text vor und wir haben die Kurzform schon aufgeschrieben. Zwei Autofahrer beschließen sich, auf der Autobahn entgegenzufahren, damit beide Sprit sparen. Auto A fährt dabei 150 km pro Stunde schnell und Auto B nur 100 km pro Stunde. Beide Autos starten 400 km voneinander entfernt zur gleichen Zeit. Nach welcher Zeit treffen sie sich und wie weit muss der Auto A, aber auch Auto B dafür fahren? Dementsprechend, wir werden das aufmalen, geschätzte Werte entsprechend ablesen aus unserer Malerei und dann die ganze Sache nochmal berechnen. Gut, in diesem Fall relativ einfach. Ich mache das mal in klein. Wenn ich sage Auto A, nehmen wir wieder blau und grün, Auto A fährt mit 150 km pro Stunde, dann kann das ja hier starten und irgendwie hier so fahren. Achtung, das ist noch nicht die Skizze. Auto B, und das drückt sich jetzt in grün aus, fährt 100 km pro Stunde, ist aber 400 km entfernt, kommt mir aber entgegen. Mit anderen Worten, ich nehme mir hier eine bestimmte Strecke und das Auto B wird mir entgegenkommen. Und hier wird dann so muss die Skizze im Wesentlichen aussehen, weil mir das Auto B entgegenkommt. So, fangen wir mit der Skizze an. Die ist wieder relativ leicht, weil wir auch kein riesiges Koordinatensystem brauchen. S in Kilometern und hier T, tja, höchstwahrscheinlich in Stunden, ne? Dann, das sind ja auch einige Kilometer gewesen. Dann sind das schon mal 100, 200, 300, 400 Kilometer. Und hier haben wir eine Stunde, zwei, drei, vier und so weiter. Fangen wir an mit Auto A. Das fährt hier los, wir sagen einfach hier dazu, und schafft 155 Kilometer in einer Stunde. Damit es leichter ist, sagen wir, in zwei Stunden schafft es 300 Kilometer. Haben wir ein größeres Steigungsdreieck zur Verfügung. So, und jetzt kommt das Auto B, das fährt bei 400 Kilometer mir entgegen und schafft 100 Kilometer pro Stunde oder in zwei Stunden 200 Kilometer. Gesundheit. Das heißt, ich habe hier den zweiten Punkt. Und hier habe ich meinen Treffpunkt. Und jetzt kann man hier schon mal den Treffpunkt T, können wir T zum Beispiel nennen, T von A und B. Ne? Jetzt lesen wir die Zeit ab. Na, es wird ein bisschen mehr als 1,6 Stunden. Und beide sind gefahren. Das heißt, die geschätzten Werte müssen wir dann extra nochmal ranschreiben. Jetzt kommt der eine Wert, und zwar der eine ist, naja, 230 Kilometer gefahren. Dann kann ich nämlich Folgendes machen, dann schreibe ich nicht T, A und B hin, sondern ich sage einfach, das ist T, A gewesen und mache das blau. T, A. Und wenn ich jetzt noch T, B hinschreibe, den Treffpunkt, der ja in dem gleichen Treffpunkt wie da liegt, aber der ja eine andere Kilometerentfernung, also eine andere Entfernung hatte, dann muss ich trotzdem schreiben, dass der Punkt die Koordinaten genauso hat. Also bringt mir das so nichts, diesen Treffpunkt so hinzuschreiben. Das ist nicht gut. So nicht. Das heißt, ich schreibe mir die geschätzten Werte also als Lösung lieber einzeln daneben. Denn sonst hätte ich kein Unterscheidungsmerkmal, denn die Koordinaten des Punktes heißen nun mal 1,6 Stunden, 230 Kilometer. Also muss ich es anders machen, schreibe ich okay, den Punkt lasse ich so, das lasse ich jetzt so stehen, damit jeder sieht, dass es nicht gut ist. T, A, B geschätzt. Ist rund 1,6 Stunden und SA, ne, das kann ich mal gleich blau machen, SA, ich mache es hier blau, ihr macht es natürlich anders, ist rund 230 Kilometer, was ich hier abgelesen habe. Und SB muss ich jetzt natürlich ein bisschen anders überlegen, wie weit ist denn der gefahren? Jetzt muss ich von hier ausgehen. Der ist also 100, der ist also 100, vielleicht 160 Kilometer gefahren. Spätestens hier an der Stelle muss mir aber noch was aufgefallen sein, denn das insgesamt müssten 400 Kilometer ergeben. Also bin ich mit 160 oder 170 oder 230 oder 240 Kilometer besser dabei. Aber ich würde es keinem krumm nehmen, wenn er diese geschätzten Werte so hinschreibt. Das sind also die geschätzten Werte. Und dann machen wir noch ein kleines G dran, dann weiß man SAG, geschätzt, geschätzt. Und dieses Rundzeichen sagt ja, was das bedeutet.
Wie es jetzt weitergeht, müsste klar sein. Durch Gleichsetzen von zwei Funktionsgleichungen kriege ich das hin. Wie stellen wir aber, Achtung, der eine kommt uns entgegen, wie stellen wir aber die Funktionsgleichung dazu auf? Kurze Pause. Jetzt haben wir die beiden Funktionsgleichungen aufgestellt, und zwar anhand des Steigungsdreiecks. Unterm Bruchstrich steht immer, wie viel wir nach rechts gehen. Warte mal, ich nehme mal das hier. Wir gehen eine Stunde nach rechts, das steht hier, und gewinnen dadurch 150 Kilometer, das steht hier oben drauf, mal T. Da wir beim Punkt 0 starten, kommt hier dahinter nichts. Auto B, wir wissen schon, bei 400 Kilometer ist das Biest gestartet. Aber Achtung, der kommt uns entgegen. Das drückt sich darin aus, indem wir sagen, wir gehen eine Stunde nach rechts und 100 Kilometer nach unten. Eine Stunde nach rechts bleibt und 100 Kilometer nach unten, deswegen das Minus. Mal T plus 400 Kilometer. Und jetzt, der Rest ist wieder leicht. Das machen wir jetzt in einem Rutsch. Ich mache jetzt Pause. Zu Hause wird gerechnet, wer es machen will, und rechnet es aus und vergleicht hinterher, was passiert ist. Denkt dran, gleichsetzen, einsetzen, fertig, Ende. Wunderbar. So, nochmal zu den geschätzten Werten. Ne? Das bin ich eigentlich drauf eingegangen. Ich hatte gesagt, hier ist der Treffpunkt, der Zeitpunkt. Und wenn ich jetzt hier nach links gehe, sage ich, okay, der eine ist diese Strecke gefahren. Hier, kann ich hier ablesen. Der andere, der mir entgegengekommen ist, ist diese Strecke gefahren. Deswegen hat sich hier was Unterschiedliches ergeben. Wie gesagt, das hätten insgesamt 400 Kilometer zu sein, müssten es sein, aber lassen wir es erstmal dabei zum Schätzen. Jetzt kommt die pure Rechnung. Wir hatten ja diese beiden Gleichungen aufgestellt. Die linke und die rechte gleichgesetzt, weil sich ja an dem entsprechenden Punkt auch alle Werte gleichen, habe ich gesagt, SA von T ist gleich SB von T, daraus folgt. Und jetzt kommen die beiden Gleichungen hier. Hier, dieser Teil. Den habe ich jetzt hier und hier entsprechend eingesetzt. Der Rest war jetzt einfach. Einfach entsprechend umwandeln, sodass T von 1,6 Stunden herauskam. Praxisgerecht ist aber 1 Stunde 36 Minuten. Aber die 1,6 Stunden, die brauche ich zum Rechnen. Und zwar hier, diese 1,6 Stunden. Ich sollte ja ausrechnen, wie weit ist der eine und wie weit ist der andere gefahren. Also, ich sage, SA von 1,6 Stunden ist entsprechend multipliziert 240 Kilometer. Gucken, passt. Wenn ich jetzt ganz stur diese Formel dafür nehme, für SB, komme ich aber lustigerweise auch auf 240 Kilometer. Das passt ja gar nicht. Jetzt muss ich wieder praxisgerecht denken und muss sagen, Moment mal, wie weit ist der gefahren? Ich will nicht wissen, wo der Treffpunkt ist für den anderen, denn der ist am gleichen, wo auch A eingetroffen ist, sondern ich will wissen, wie weit ist diese Strecke hier, diese. Und die rechne ich ganz einfach, indem ich sage, so geht's nicht, also da darf ich das hier nicht nehmen, deswegen habe ich ein Ausrufezeichen. Dann sage ich bloß 100 Kilometer pro Stunde mal 1,6 Stunden sind 160 Kilometer. Für die Praxis heißt also die Antwort dann wie folgt in Aubergine. Die Antwort bedeutet, nach 1,6 Stunden schreibe ich jetzt nicht, sondern nach einer Stunde 36, das ist jetzt eine andere Schreibweise, 1 Doppelpunkt 36h, treffen Sie sich und jetzt kommt der Antwortsatz. Auto A ist 240 Kilometer und B ist 160 Kilometer gefahren. Das war's dann. So haben wir's. Ich mache mal Pause, falls es Fragen gibt. So, wir haben die Fragen soweit beantwortet. Also der Aufbau der Aufgaben oder das Abarbeiten der Aufgaben ist eigentlich immer derselbe. Skizze, Schätzwerte, die man dann hinterher vergleicht. Dann einsetzen und wenn man beim Einsetzen Blödsinn rausbekommt, weil man ja nur eine Koordinate hier rausbekommt, dann einfach nochmal mit der Logik arbeiten, denn von 400 Kilometern 240 weg sind auch 160. So oder so. So, versuchen wir mal noch eine andere Aufgabe in Kurzform zu fassen und den Ansatz zu finden und dann mache ich das aber im neuen Video.